Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Wir suchen jetzt diese Werkstatt. Oder es war mal eine Werkstatt zumindest. Ich glaube, hier rennt irgendwo ein Phantom rum. Wasserkühler. Also ich frage mich echt, was das bedeutet, wenn wir... wenn wir verstrahlt sind, weil bisher merke ich gar nichts Negatives. Wichtig, melden Sie sich immer an, wenn Sie den Wartungskriechstollen durch den Zugangstunnel betreten und nicht das Rohr repariert. Er wurde unerklärliches Lichtplackern, konnte Ursprung nicht finden, Strom ist in Ordnung. Elektronisches Gerät bei Werkstatttür instabil, provisorisch mit Klebstoff repariert. Hinweis, im Notfall Wartungskriechstollen über den kleinen Zugangstunnel betreten, um Strom lokal abzuschalten. Mich anschließend sofort benachrichtigen. Ah, hier können wir also wahrscheinlich jetzt irgendwo den Strom abstellen. Wenn ich das richtig verstanden habe. So. Oh, fuck, jetzt sehen wir ja gar nichts mehr. Das ist so schlau war. Aber um da durchzugehen. Die Frage, ist jetzt hier ein Phantom oder nicht? Ach nee, das ist ja glaube ich hochgekommen und das haben wir dann oben platt gemacht. Deswegen ist hier wahrscheinlich kein Phantom mehr. Wo geht's hier schon wieder hin? Randall Woods. EMP-Ladung. Die EMP-Ladung setzt einen großen Stoß elektromagnetischer Energie frei, der hocheffektiv gegen Roboter, Geschütze und andere elektrische Einheiten ist. Ist hier noch irgendwas drin? Ne, das haben die nur dahin gebastelt zum wieder hochklettern, glaube ich. Kann ich das eigentlich damit abdichten? Okay, krass. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Und ich glaube, das hält auch einfach so lange, wie man Bock hat. Hardware Labs. Okay. Aber es ist ein riesiges Gebiet. Ich komm immer vom Hundertste ins Tausende. Ich gehe sonst wohin. Ich gehe überhaupt nicht straight forward die Mission ab. Aber hier gibt es gerade viel zu saufen, sehe ich. Nehmen wir natürlich alles mit. Blutige Spuren. Nur nicht im Schnee. Neue Schlüsselkarte, Personaleingang. Sehr schön. Halt, Kinositz anheben. Nein, ich wollte nicht wieder ganz runter. Die scheinen sehr viel, sehr gerne sonnengetrocknete Tomaten zu essen. Kann das sein? Angerauchte Zigarren unterm Sitz. Kann aber auch an nichts vorbeigehen. Oh, fuck. Da gucke ich noch nicht. Wo ist es denn? Da gucke ich noch eine Stunde drauf, dann ist es wirklich so ein Scheißding. Keine Ahnung, wo wir jetzt noch überall hinkommen. Wieder eine Neuromod, sehr schön. Hä? Was sind wir denn jetzt?
Okay, ich habe keine Ahnung, das klingt doch gerade alles crazy. Ich gehe jetzt erstmal. Ich werde wahrscheinlich sowieso irgendwann hier hinkommen, wenn ich der Story folge, deswegen. Ich gehe jetzt erstmal wieder dahin, wo ich auch hingehöre. Damit wir hier auch in der Story ein bisschen vorankommen. Wer weiß, wie es weitergeht. Ah, jetzt ist wieder dunkel. So, also hier sollen wir nach irgendeiner Karte suchen. Wenn wir damit fertig sind, dann können wir weiter quasi. Okay, mechanische Tür verschlossen. Elektronik leicht gemacht. Mit einer Reihe praktischer Experimente werden wir Ihnen die Grundlagen moderner Analog- und digitaler Elektronik vermitteln, damit Sie am Ende jeden beliebigen einfachen Schaltkreis selbst bauen können. Wie hat es Thomas Edison einst so schön gesagt, zum Erfinden benötigt man viel Fantasie und einen Haufen Schrott. Das hatten wir auch schon, verdammt. Oh, da ist ein Medikit, wie komme ich denn da hin? Ach ja, mit Clue kann ich ja löschen, fällt mir gerade wieder ein. Hallo, lösch dich! Warum wird denn das hier nicht gelöscht? Egal, ich komme auch so hin. Irgendwie geil. Amy Schmidt. Ballistiklabor. Ist es, das, ist es die Karte, die wir finden sollten? Oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ist doch egal, ich werde einfach diesen Weltraumspaziergang machen. Würde ich sagen. Also ich habe jetzt hier alles angeguckt, kein Plan, wir gehen weiter. Hä? Geht er nur von der anderen Seite auf? Ach, weil kein Strom mehr an ist wahrscheinlich, oder? Wo sind wir rausgekommen hier? Schauen wir mal. Das ist ja auch als nächstes Ziel angegeben. Ich bin sicher. Die Talos 1 umkreist den Mond in etwa 385.000 Kilometer Entfernung zur Erde. Mit einer Länge von 832 Metern ist die Forschungsstation Talos 1 die größte je von Menschen gebaute Einrichtung im Weltraum. Krass, fast ein Kilometer groß. Oder lang, besser gesagt. Du betrittst den Außenbereich. Na komm. Was lädt er denn jetzt noch? Ich denke, er ist fertig mit Laden. Ich verstehe das immer nicht. Mikrogravitation entdeckt. Mikrogravitation. Dein Transteranzug ist mit einem Antriebssystem ausgerüstet, mit dem du den rauen Bedingungen des Weltraums trotzen und dich darin fortbewegen kannst. Um in der Schwerelosigkeit zu manövrieren, benutze und oder D für einen Vorschub und Umschalt, um diesen zu verstärken. Drücke zum Abbremsen Q plus E. Oh Gott, das klingt ja überhaupt nicht schwer! Mit Leerlasse steigst du nach oben und mit 10 nach unten, halte zum Rollen, E oder Q gedrückt. Was? Oh mein Gott! Moment mal, kann es sein, dass wir... Ja, wir können keinen Essensschub bekommen, weil unten links nicht mehr das Zeichen ist. Wahrscheinlich hat das mit der Verstrahlung zu tun. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Das ist natürlich ein bisschen scheiße jetzt. Weil wir dadurch nicht so viel Energie aus dem Essen bekommen. Egal, egal. Können wir jetzt nichts dran ändern. Ah, okay.
Okay. Das ist. Ja, es sieht wahrscheinlich wieder viel unspektakulärer aus, als es eigentlich ist in der Steuerung. Wo muss ich denn hin? Darüber. Sind wir jetzt noch irgendwo drin? Ja. Nee. Menschliche Leiche. Luftschleuse. 179 Meter. Aber anscheinend kann ich so lang, wie ich will, hier draußen bleiben. Mehrere Ziele, 24 Meter. Ach so, hier ist da gar nichts. Oh, ich dachte, das geht so nach drin. Oh, ist egal, was ich dachte. Ich dachte einfach, es geht rein. Krass. Wo ist denn jetzt die menschliche Leiche, von der ich hier gerade gelesen hatte, da? Moment mal, geht's hier weiter? Gott, ist die weit weg. Ach so, die schwebt einfach hier so. Na geil. Charisma, Chuan. Hat sich doch schon gelohnt mit dem Medikit. Noch irgendwas Interessantes? Ne. Dr. Lorenzo Calvino, da müssen wir ja, glaube ich, hin. Das müsste unser Primärziel sein. Das ist echt geil, das macht irgendwie richtig Spaß. Man gewöhnt sich auch super schnell an die Steuerung, finde ich. Das ist natürlich ein bisschen ungewohnt, ja, genau. Ich versuche mal, das mich ein bisschen so zu drehen, dass es für mich mehr Sinn macht hier drin. Okay. Sauerstoffflasche. Oh, die explodiert auch. Schön. Wann bekommen wir denn die ersten Psi-Fähigkeiten, verdammt? Wo bin ich? Da oben? Okay, bisher ist es doch relativ einfach, wenn man sich dran gewöhnt hat. Warum ist denn jetzt wieder zu? Was war das denn? Oh, Scheiße. So, jetzt hoffe ich mal, es funktioniert. Was ist das für ein Ding? Nullwellentransmitter. Der in der Psychotronik entwickelte Nullwellentransmitter strahlt einen Signalstoß aus, der kurzzeitig die Psi-Fähigkeiten desjenigen unterdrückt, der sich im Strahlenweg befindet. Okay, merkwürdige Sachen, die hier haben. Wie kann ich eigentlich diese verdammte Verstrahlung wieder beenden? Das nervt mich doch ein bisschen. Und zweimal Absatzzeit, das habe ich gar nicht gemerkt. Das ist Munition, oder? Nice. Das war nicht viel, aber. Haben wir noch einige. Ich glaube, sonst sehe ich jetzt hier unten erstmal nichts Brauchbares mehr. Nehmen wir mal eine Ebene weiter nach oben, wo auch die Leiche liegt. Ein bisschen hell, aber das haben wir schon mal festgestellt.
Replier tragen. Ach, das ist ein Replier. Okay. Sie haben ihn gefunden. Nicht überraschend. Gut gemacht. Was haben wir denn da gerade aufgenommen? Haben wir gerade nochmal das gleiche aufgenommen? Okay, merkwürdig. Reparatur 2. Breach Failsafe. Was ist das, wenn ich das mache? Also was kann ich damit machen dann? Steuerpanel defekt. Ich überlege halt gerade, brauche ich das? Also ich glaube, ich könnte mir gerade Reparatur 2 leisten. 5 Neuromods. Oh, das ist echt teuer, Reparatur 2. Und ich weiß gerade nicht, wofür das gut sein soll. Es ist an der Tür dran. Komme ich dann irgendwie wieder hier rein, oder? Hä? Hm. Egal, ich würde sagen, wir gehen einfach wieder. Mehrere menschliche Leiche entdeckt. Okay, dann gehen wir da erstmal hin. Hallo. Ich komme, um dir die letzte Ehre zu erweisen. Charisma Chuhan, da waren wir ja schon, verdammt. Luftschleuse, Shuttle Deck, menschliche Leiche. Aber das ist eine andere, oder? Nur irgendwie da reinkommen. Oh, komm. Das ist aber ein guter, oder? Ja, ein Technik Operator. Komm mal her. Du heilst mich doch, oder? Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Fertig. Danke. Okay, so, wo muss ich jetzt hin? Luftschleuse. Rumpfdurchbruch, Kraftwerk. Ich will einfach nur wieder zurück. Mehrere Ziele. Muss ich. Also ich glaube da in der Nähe, weil mehrere Ziele von da sind gekommen. Also gehe ich da mal wieder hin. Weil ich glaube, wir müssen einfach irgendwo wieder rein. Das müsste bei mehreren Zielen funktionieren. Halt, geht's hier rein vielleicht? Komm. Ja, sehr gut. Tja, zurück zu festem Untergrund, würde ich sagen. Betritts Maschinenlabor. Neuromods werden verwendet, um neuen Menschen Fähigkeiten oder Typhon-Kräfte zu installieren. Neue Menschenfähigkeiten oder Typhon-Kräfte, ja. Na komm. Von
Vergiss nicht, spezielle Gegner aus deinem Büro zu holen. Dr. Calvinus Werkstatt, okay. Tja, dann würde ich sagen, können wir erstmal einen Cut machen. Liken. Ach so, ja, jetzt ist das Ding ja wieder kaputt. Oh, verdammt. Weil der Strom ausgeschalten ist. Würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten. Ach so, jetzt müssen wir den Strom wieder anmachen. Keine Ahnung, wo das Phantom ist. Was soll er uns nicht sehen? Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Daumen nach oben und so.